Hi, hier ist Marc von der Bikeschule Ride First und dem Online-Coaching fahrtechnik.tv. Heute das Thema der Bunnyhop, das ist natürlich sehr gefragt, denn sowohl im Trail als auch im Bikepark warten die Hindernisse, warten die Distanzen, die man überspringen will. Und deswegen möchten es eigentlich alle lernen und ich will euch Tipps geben für eure Ausrüstung, für euer Bike, weil man sich natürlich fragt, geht das mit meinem Bike, vielleicht geht es mit einem anderen Bike besser, woran liegt's? Hier meine Tipps. Direkt die Antwort auf die meisten Fragen. Ja, es geht auch mit deinem Bike. Bei Bike-Profis seht ihr, selbst mit einem Hollandrad können die einen Bunnyhop machen. Das ist natürlich jetzt nicht das Ziel, sondern ihr wollt euer Bike optimieren. Da ist es so, ein breiterer Lenker, kurzer Vorbau, hilft auf jeden Fall. Man kann je nachdem, ob das zu seinem sonstigen Einsatzbereich passt, auch die Front noch erhöhen mit mehr Spacern unter dem Vorbau oder ein Lenker, der noch mehr Rise hat, der höher geht. Das sind Dinge, die da auf jeden Fall helfen. Natürlich funktioniert der Bunnyhop auch mit dem E-Mountainbike. Auch wenn ihr 10 Kilo mehr unter euch habt, man braucht einfach noch mehr Dynamik in der Bewegung. Und wenn ihr eh nur E-Mountainbike fahrt, dann übt auch mit dem E-Mountainbike. Und natürlich, manche Fahrräder sind sehr lang von der Geometrie, haben lange Kettenstreben. Das ist natürlich schwieriger, aber auch damit geht es. Und mein Tipp ist, übt mit dem Bike, was ihr habt. Was das Federungssetup angeht, ich würde auch ganz normal alles offen lassen, so wie ihr es auch im Trail fahrt und nicht irgendwie sagen, ich mache mir jetzt den Dämpfer härter oder so. Fahrt euer Grundsetup, dann könnt ihr auch damit den Bunnyhop üben. Einige von euch sind vielleicht totale Klickpedal-Fans, was ja auch seine Berechtigung hat. Wenn ihr eh mit Klickpedalen fahrt und das immer tut, könnt ihr auch damit gut den Bunnyhop lernen. Wenn ihr sagt, ihr spielt eh mit dem Gedanken, auch Flatpedals zu probieren, dann ist das eine gute Option. Generell sind Flatpedals für solche Manöver gut geeignet, aber man muss natürlich schauen, als Starter in dem Thema kann es passieren, dass man mal abrutscht. Deswegen sollte man sich dazu dann auch Schienbein- oder Knieschienbeinschoner anziehen. Natürlich Helm, Handschuhe solltet ihr beim Bunnyhop üben anziehen. Wie viel ihr sonst anzieht, Ellenbogenprotektoren oder T-Shirt mit Rückenprotektoren, solche Dinge gibt es ja auch. Das bleibt euch überlassen, wie ihr euch wohler fühlt. Ganz wichtig, natürlich solltet ihr den Sattel weit absenken, damit ihr genug Bewegungsspielraum habt für die Bunnyhop-Bewegung. Und ein leichtes Fahrrad, klar, damit geht der Bunnyhop leichter als mit einem schweren Fahrrad. Trotzdem, ihr solltet es auch mit eurem Bike machen können und müsst nur eure Fahrtechnik daran anpassen. Ihr habt schon gemerkt, für den Bunnyhop müsst ihr jetzt eure Ausrüstung und euer Bike nicht groß ändern. Es gibt jedoch kleine Faktoren, wo ihr ein bisschen dran schrauben könnt, um das Üben und Lernen leichter zu machen. Das waren meine Tipps dafür. Wir sehen uns in der nächsten Lektion.